Unser neuer Arbeitsplatz, ist das nicht heimisch? Gut, reden wir mit dem Aufseher, der muss uns erstmal klären, was wir überhaupt zu tun haben. Kein Plan, was hier abgeht. Ah, du bist der Neue. Siehst nicht gerade heller aus. Los, ich erklär's dir's keine zweimal. Du musst Butzo-Güter einpacken. Ist nämlich gerade Mode, indem du alle Elemente dieser Kette benutzt. Aufgepasst! In dem Haufen sind auch fehlerhafte Hüte. Also setz sie zur Überprüfung auf. Wenn du gut bist, bekommst du einen anderen Posten. Na, dann mal an die Arbeit, Bursche. Okay, wir sollen da oben wohl Hüte einpacken. Beim Schnibbel, schläfst du oder was? Da sind noch andere, die arbeiten wollen. Ja, wisst ihr, was mir gerade auffällt? Der Typ sieht genauso aus wie das Foto, was wir knipsen sollten vom Aussehen her. Also das scheint der Mann von der Frau Einstellerin zu sein. Gut, also wir haben jetzt nur diesen einen Hut im Inventar. Den müssen wir jetzt testen. Wie geht das? Wir nehmen ihn und benutzen ihn am Spiegel. Und offenbar ist er kaputt. Gut, dann weg damit. Einen kaputten Hut wollen wir nicht weitermachen. So. Nehmen wir den. Testen wir den mal. Vielleicht haben wir jetzt mehr Glück, dass er nicht so. Scheint irgendwie Hut für ein Damenkränzchen zu sein, so wie das aussieht. Noch ein Blümchen oben drauf und fertig ist die Kiste. Weg damit. Wir brauchen perfekte Butzuk-Hüte. Für den perfekten Butzuk. Komm, jetzt muss aber klappen. Das Spiel will mich verarschen. Komm schon. Ich weiß, das ist ein Zufallsfaktor, ob das funktioniert, aber es muss doch jetzt mal einer kommen. So. Hut, Spiegel, funktioniere bitte. Yippie! So. Aber was machen wir jetzt mit dem Hut? Hat er uns nicht gesagt? Fragen wir ihn mal. Der nette Herr wird uns sicherlich helfen. Wie bitte, du spielst schon den Kranken? Mach dich wieder ran, ein bisschen fix. Okay, erzählt mir nicht weiter, wie es weitergeht. Dann muss ich es halt euch erklären, so. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal eine Kiste erordern. Das ist der Schalter hier. Da wird nämlich der Hut eingepackt. Jetzt gehen wir da runter. Und packen den Hut da rein. Okay, nein. Mag er nicht. Wir müssen die Kiste erstmal aufs Band legen, so. Und jetzt packen wir den Hut in die Kiste. Tada! So. Das Problem an der Geschichte jetzt ist, ich muss jetzt an der richtigen Stelle stehen, damit diese Kiste, die da steht, nicht, wie soll ich sagen, den Abgang macht. Du So. Spatzenhirn, bist wohl nicht fähig, ordentlich zu schaffen. Und der nächste ist weg. Himmel, schläfst du oder was? Ja, komm. Das kann ich zum Glück abbrechen. Es gibt eine richtige Stelle auf dieser Pfütze hier, auf der man stehen muss. Und dann schafft Woodruff es, das Ding zu fangen und auf diesen Katapultierer zu legen. Danke, Woodruff. Ja. Woodruff, hör auf mit der Animation. Du bist hier in der Hektikfabrik und fängst so an. Böse. Beim Schnibbel. Nein. Nein. Beim Schnibbel. Hörst du auf? Geht doch. Der will mich verarschen. Ja, das ist wieder so ein kaputter Hut. Ah, ja, komm. Ich breche die Animation jetzt einfach ab, wenn es mir zu lange dauert. Wenn wir jetzt wieder 5 Hüte haben, die für den Müll sind, brauche ich mir das nicht geben. Zack, zack, zack. Na, weg damit. Keine Ahnung, was das soll. Na gut. Mal gucken, wann wir zum nächsten Schritt kommen. Aber es ist so unlogisch. Die stellen hier nur einen einzigen Arbeiter ein, der so aussieht wie der Kerl da, was so schlimm genug ist. Obwohl hier, Moment, einer nimmt den Hut und testet ihn, einer lässt unten einpacken, einer hält oben gleich noch was drauf. Also wir bräuchten hier wenigstens 3 Angestellte, um effektiv zu arbeiten. Meiner Meinung nach. Oh, Mann. Ich werde gleich selbst wahnsinnig hier drin. Und dabei soll Woodruff noch verrückt werden. So, zack. Erinnert mich irgendwie an die Arbeit im Sägewerk. Verdammt anstrengend und total ineffektiv.
Dankeschön, Woodruff. So. Nächste Kiste. Her damit. Kiste auf Band legen. Oh, diese Laufwege. Ich glaube, ich muss gleich was trinken, ey. Ich schlafe noch ein. So. Hut in Kiste. Und nach dem, was ich mich erinnere, muss ich mich irgendwie mittig auf die Pfütze draufstellen. Aber wo hier mittig ist, ist eine gute Frage. Yay! Und jetzt? Wird's oben gebunden. Wir müssen ganz schnell hochlaufen, um, ne? Wozu ist diese eine Maschine hier mit zwei super tollen Armen nicht fähig? Um den Finger auf den Knoten zu legen. Tada! Den Erfolg müssen wir unserem Aufseher melden. Ich will mein erstes Gehalt haben. Das war doch sicher schon 20 Stunden, die wir gearbeitet haben. Also, Chef, ist's diesmal in Ordnung? Hab schon Besseres gesehen. Nun, ich hab's trotzdem geschafft. Oh, aber das war nicht einwandfrei. Das zlottete ganz schön. Aber, Chef, ich hab mein Bestes getan, ich schwör's Ihnen. Ich weiß nicht, ob ich dich behalten kann. Du kostest mich zu viel. Ui, ei, oi. Ja, unser Chef hat Woodruff ein wenig zum Ausrasten gebracht. Aber keine Sorge, ihm geht's gut. Wie man sieht, wir hängen hier ganz gemütlich in unserer eigenen Zelle, sind ungestört und können jetzt warten, bis der nette Pfleger uns abholt. Adventure zu Ende, gute Nacht, Leute. Na, vergesst es. Komm, wir müssen Woodruff aufwecken. Aufwachen. Woodruff. Komm, Essen ist fertig. Mit Kaffee. Mit Kaffee und Aspirin. Bitte bleib in der Zwangsjacke. Das hat schon mal geholfen. So. Wir können uns hier drin so gut wie gar nicht bewegen, wegen Gummizelle und so. Und unser Inventar ist komplett leer, denn wir haben unsere Wertsachen ja am Anfang der Fabrik in so einer Art Spind abgeben müssen. Unsere persönlichen Besitztümer sind damit erstmal futsch. Kriegen wir später aber wieder zum Glück. So. Aber bis dahin müssen wir uns erstmal aus der Zelle hier befreien. Wie machen wir das? Wir nehmen erstmal diese Kette mit. Wie man sieht, Woodruff ist ein sehr toller Akrobat, wenn es um Füße geht. Schlangenmenschen wären neidisch auf ihn. Gut. Hier haben wir nicht mehr viel zu machen. Hier oben kann man nichts auswählen. Die Tür, das Schloss. Kann Woodruff nicht mehr was zu sagen. Die Animationen sind auch nicht möglich, weil seine Arme nicht feiert. Haha. aber wir haben hier drüben noch eine Wand. Das war nicht sehr effektiv. Machen wir es nochmal. Das habe ich noch nie gemacht. Das macht Spaß. Nein, wir müssen es anders machen. Wir haben diesen Haken nämlich, ein Stück Kette und müssen die Gummimauer einritzen. Denn hinter der Mauer befindet sich eine Schraube. Die Geräusche sind einfach zu cool. Und mit der Schraube können wir, man glaubt's kaum, Woodruff schafft es, mit seinen Füßen und einer Schraube, oder ich glaube, nee, mit dem Mund vielleicht mal testen. Der Mund. Er schafft es mit einer Schraube im Mund, die Tür zu öffnen. Respekt, Woodruff, Respekt. Gut, wie geht's weiter? Wir sind hier in der Irrenanstalt und wir sind die tollsten Charaktere. Sehen wir uns mal ein bisschen um. Wir haben hier den völlig disorientierten Autor. Was für eine Ungerechtigkeit! Ich bin von so viel menschlichem Elend betroffen. Betroffen. Der völlig losgelöste Spieler. Also, für alle, die jetzt dieses Let's Play sehen, nehmt einen Spiegel, das ist der. Was für ein bedauernswertes Schicksal, wenn das kein Elend ist. Habt ihr gehört, Leute? Das seid ihr. Und ich auch. Und ein Autist. So, Bursche! Hey da! Verlorene Mühe, das bringt nichts. Ja, mit dem zu reden könnte sich ein wenig schwierig gestalten. Wie geht's weiter? Wir können nämlich noch nach rechts scrollen. Das werde ich sicherlich bereuen, weil ich gleich noch nach links scrollen muss für euch. So. Gut, hier sind wir ganz rechts. Machen wir jetzt mal weiter. Ein normaler Verrückter.
Ich verstehe, warum er dorthin gekommen ist. Er ist ein ehemaliger Steuereintreiber. Das macht sie fertig. Er murmelt eine Nummer. Gne? Bns? Glapp? Po? Das hast du jetzt bei dem Zeug gerade eben raushören können. Okay, Woodruff, du sprichst verrücktisch. Ein völlig durchgedrehter Grafiker. Was für ein Elend! Das ist erschütternd! Woodruff zeigt echtes Mitgefühl für seine Mitverrückten. Und noch ein völlig verrückter. Okay, ist er selber. Vergesst es. Sind wohl Eingeschwisterpärchen. Jetzt haben wir noch ein unheilbarer Programmierer. Das ist ganz schön deprimierend. Da will ich nie landen. Und zu guter Letzt ein abgedrehter Musiker. Dieser Anblick ist unerträglich. Da flipp ich aus. Wer es noch nicht sich gedacht hat, das ist eine Anspielung, glaube ich, an die Cocktail Vision, das Produktionsteam. So ziemlich jeder hier drin hat ja irgendwie was mit PCs zu tun. Ein Spieler, ein Grafiker, ein Programmierer. Und um es ehrlich zu sagen, Leute, denkt mal kurz drüber nach. Die Leute, die dieses Spiel programmiert haben, die verdienen doch wirklich den Aufenthalt in der Klapse, oder? Wer denkt sich sowas aus, der hat echt ein eigenes Heim mit Gummizelle verdient. So. Aber wir wollen hier raus, wir dürfen nicht zu viel Zeit verbringen. Also, wie kommen wir hier raus? Naja, mit dem Pfleger an der Tür dürfte das schwierig werden. Scheint ein sehr freundlicher Zivi zu sein, so wie es aussieht. Machen wir den Hebel da? Ich komm da nicht dran, mir sind die Hände gebunden. Du hast es eben geschafft, mit dem Mund ein Schloss zu öffnen und mit deinen Füßen eine Wand aufzuritzen. Jetzt beschwerst du dich, dass du deine Hände nicht frei hast, um den Hebel zu ziehen. Also, das müssen wir noch üben, Woodruff. Na gut, ich scroll kurz nach links, Leute. So, das sollte erstmal reichen. Wieder halbwegs ganz links angekommen. In diesem Schrank befinden sich unsere Sachen. Aber den aufzumachen scheint Woodruff nicht imstande zu sein. Warum nicht? Der Schrank ist hinten nicht richtig befestigt. Die Tür lässt sich nicht öffnen, weil er sich nämlich mitbewegt, wenn wir versuchen, daran zu ziehen. Wie lösen wir die Sache? Wieder mit der Schraube. Wir drehen sie nämlich einfach hinten in die Befestigung rein. Wie auch immer er das schafft. Also erstens Respekt für die gesunden Zähne, die du hast, und zweitens für... Ja, okay, bei dem Breitmaulfrosch Angela Merkel grinsen muss das irgendwie möglich sein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich denke gerade wieder ganz schlimme Sachen, Leute. Erstmal machen wir den Schrank auf, bevor ich davon erzähle. Gehen rein und sind wieder eingedeckt. Unser ganzes Zeug ist wieder da. So. Wenn ich... bitte, Leute, verurteilt mich dafür, dass ich so einen Gedanken habe. Die fliegen mir zu und dann lasse ich sie sofort wieder absterben. Wenn Woodruff es schon mit seinem Angela Merkel-Grinsen schafft, Schrauben einzudrehen, Türschlösser zu knacken, wie freudig muss das Leben von Angela Merkels Mann sein in diesem Punkt. Wenigstens dafür hat dieser Mund einen Sinn, Leute. Danke, Angela Merkel. Schnell weiterspielen. Schnell, ganz schnell weiterspielen. Ich brauche irgendwas Gesundes jetzt. Turbozone, genau. Wir haben eine neue Adresse bekommen, die wir jetzt mal schnell wählen wollen. Keine Einstellung. Kein voll und ganz. Keine Steuerbehörde, da haben wir es doch. Gne. Moment. Gne. Bns. Glapp. Und Po. Tag, hier ist die Auskunft für Modellbürger. Unsere Dienststelle ist rund um die Uhr besetzt. Wir beraten Sie, wie Sie immer mehr Steuern zahlen. Wir hören Sie. Geben Sie bitte Auskunft über Ihre aktuelle Situation. Helfen Sie mir bitte. Ich wurde in krimineller Weise im Freudenhaus eingesperrt. Dort unten sind Sie. Zahlen Sie die Steuer für Zwangsjacken und Trichter? Ich sagte Ihnen doch, ich brauche Hilfe. Helfen Sie mir raus. Alles andere später. Mein lieber Herr, ich kann doch nicht den Bürgern die Steuerbuchhaltung abnehmen. Beim Barte des Schnippels, du gehst mir auf den Wecker, du Vollgeisteskrüppel! Und die Stiefel nicht vergessen, natürlich. Na, Woodruff,
Ich weiß nicht, wie geistig stabil Woodruff jetzt im Moment noch ist, nachdem er hier eingeliefert wurde, aber auf jeden Fall hat ihn dieser kleine Anruf so wütend gemacht, dass er mal ganz spontan seine Zwangsjacke zerrissen hat. Gut. Bevor wir hier rausgehen, glaube ich, müssen wir noch was machen. Aber nee, das entspricht nicht der Logik des Rätsels. Nein. Woodruff, böse. Wir gehen erstmal hier raus. Wir müssen später nochmal wiederkommen. Wichtig, wichtig. So, ich glaube, den Pfleger können wir normal anklicken, oder müssen wir die Formel benutzen? Mal gucken. Er macht's auch so. Ja, sowas macht Woodruff mit Zivis. Und Sesam, öffne dich. Hinaus, zum Versuchslabor.